Ja, dann werde ich das doch jetzt gleich mal machen. Dann sage ich dir doch gleich mal Bescheid, damit wir das hinter uns haben. Dann rennen wir doch mal schnell runter. Ach, die Landschaft, die ist schön. Also hier würde ich gerne mal ein Zelt aufschlagen, ein Picknick machen. So zwischen lauter Monstern, das stört doch keinen. Und ich nehme übrigens wieder in 1080i auf. Wenn die Qualität meiner Videos, also die Grafikqualität meiner Videos nicht so toll ist, dann versuche ich da wenigstens mit meiner Moderation zu punkten. Und jetzt sagen wir erstmal Sarah Bescheid, dass wir Hilfe gefunden haben. Du bist zurückgekommen. Ja, und ich habe Neuigkeiten. Das ist großartig. Was hast du gesehen? Die Menschen auf dieser Insel haben scheinbar ihre eigenen seltsamen Gesetze. Auf der Insel leben Menschen, doch die Situation ist etwas angespannt. Das ist trotzdem eine gute Nachricht. Das bedeutet, dass ich dieses schreckliche Haus wieder verlassen kann. Danke, dass du zurückgekommen bist, um es mir zu sagen. Bevor ich es vergesse, ich habe diesen Trank gefunden. Hier, du kannst ihn bestimmt besser gebrauchen als ich. Dann will ich jetzt nur hoffen, dass ich bei irgendjemandem Zuflucht finden kann. Danke für den Trank und man wird sich um dich kümmern. Man wird sich um dich kümmern. Dafür habe ich gesorgt. Ja, das ist gut. Dann bleibe ich so lange hier, bis jemand kommt und mich hier rausbringt. Danke. Vielen Dank. Du bist ein guter Mensch. Pass gut auf dich auf. Wäre schade drum, wenn es dich doch noch erwischt. Ja, mir passiert schon nichts. Ich bin ja bestens ausgestattet mit so einem kleinen Schild und so einem mickrigen Schwert. Und eine Rüstung habe ich natürlich auch schon an, also. Ach, guck mal an, die Pflanze habe ich vorhin übersehen. Ich musste einfach mal tief durchatmen bei dieser frischen Luft. So, jetzt sind wir wieder bei dieser Ruine hier. Und wo ging's denn jetzt hoch? Ach da. Tralali und tralala. Jetzt sind wir wieder da. Führe mich zu eurem Lager. Kein Problem. Folge mir. Okay, dann bringen wir uns mal hin. Halt! Da war eine Pflanze, die muss ich unbedingt noch mitnehmen. Nee. Komm mit! Ja, ich komme ja schon. Aber Kräuter sammle ich trotzdem noch ein. Da! Siehst du die Ruine, die dort im Norden aus dem Boden ragt? So eine habe ich schon an anderer Stelle gesehen. Dort haben die Weißen vor einigen Tagen ein größeres Artefaktlager errichtet. Wenn ich du wäre, würde ich mich dort nicht sehen lassen. Jemanden wie dich kassieren die Jungs sofort ein und werfen dich in die Vulkanfestung. Dort werden sie dir den Stabkampf beibringen und dich in den Ruinen verheizen. Nett. Nicht wahr? Also, überleg dir das gut. Komm weiter. Es ist nicht mehr weit bis zum Sumpf. Ja, ich komme ja schon. Bleib mal ganz locker. Halt, das nehme ich aber noch mit. Komm mit! Ja, ja. Halt. Worauf wartest du? Jetzt bleib doch mal locker, ich will hier bloß die Sachen einsammeln. Wenn du hier den Weg weiter Richtung Norden folgst, kommst du in unser Lager. Aber lass dich von unseren Jägern nicht zur Arbeit einspannen. Die faulen Hunde suchen nur einen Grund, um nicht jagen zu müssen. Danke, ich komme schon zurecht. In Ordnung. Ich gehe da mal wieder auf meinen Posten zurück. Viel Glück, wir sehen uns.
Danke, dir wünsche ich auch viel Glück. So, da ist noch eine Beere. Sonst hier noch irgendwo was? Heilpflanze. Komm her! Ach, komm. Ja. 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 Nein. Alter, war das knapp. Und wieso hat das jetzt gerade so geruckelt? Ich spiele doch auf der Xbox und nicht auf dem PC. Naja, egal. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Da ist noch ein Pilz. So, jetzt sind wir also im Sumpf. Hä? Hey du, wo willst du hin? Ja, ich schau mich hier nur um. Ich schau mich hier nur mal um. Sei vorsichtig, der Sumpf ist gefährlich. In letzter Zeit sind einige von uns von Rotwürmern gefressen worden. Am besten bleibst du auf dem Steg. Oder noch besser, ich gebe dir eine Karte von dieser Gegend, damit du dich nicht verläufst. Also, wenn ich dich so ansehe, wie wär's mit einer besseren Waffe? Das ist aber nett für die Karte. Ja, eine bessere Waffe könnte ich gebrauchen. Woher bekomme ich eine bessere Waffe? Das kommt darauf an, welche Waffe dir am besten liegt. Einige schwören auf das Schwert. Andere wiederum mögen lieber die Axt. Da bist du sicher bei unseren Kämpfern im Tempel, dort im Norden, gut beraten. Ich bin Jäger. Mir liegen eher Pfeil und Bogen. Ich habe einige schöne Exemplare dabei. Wenn das Gold stimmt, könnte ich mich sicher von dem einen oder anderen trennen. Was jagst du hier im Sumpf? Da gibt es so einiges, was man hier jagen kann. Doch versuche ich mich schon seit einigen Tagen mit diesem Wurm drüben im Westen. Doch allein ist mir das Monstrum einfach zu gefährlich. Wäre mir lieber, ich hätte Hilfe. Was wäre, wenn ich dir helfe, den gefährlichen Wurm zu jagen? Ich bin nur ein einfacher Jäger. Viel habe ich nicht. Aber wenn wir das Ding gemeinsam erledigen, gebe ich dir 30 Gold. Bereite dich aber besser vor. Das Ding ist nicht ohne, sag ich dir. Was ist das für ein Ort hier? Du bist noch nicht weit rumgekommen, was? Pass mal auf. Alles, was du hier siehst, gehört Don Esteban, unserem Herrn. Der Tempel hier im Norden, der Sumpf hier, einfach alles. Wenn ich du wäre, würde ich es mir mit dem Don und seinen Kämpfern nicht verscherzen. Erzähl mir mal was über den Tempel. Erzähl mir was über euren Tempel. Das Ding war auf einmal da, kam wie aus dem Nichts, aus dem Boden geschossen. Und mit ihm kamen diese ekligen Biester. Doch unsere Kämpfer haben ihnen ordentlich eingeheizt. Da drinnen lebt garantiert nichts mehr. Jetzt dient der Tempel unserem Don als Behausung. Naja, jedenfalls solange wir noch hier sind. Ihr seid nicht immer hier im Sumpf gewesen? Als der Inquisitor mit seinen weißen Kriegern die Hafenstadt übernommen hat, sind wir hierher geflüchtet. Die weißen Typen sind heftig, mit Magie und so, verstehst du? Da sind wir lieber abgehauen. Hoffentlich bleiben die nicht ewig in der Stadt. Eklige Biester? Ja, einige von den Viechern schwirren immer noch hier rum. Frag doch mal Ricardo danach. Er ist einer der Kämpfer und Wachposten im Banditenlager drüben beim Tempel. Der kann dir einiges darüber erzählen. Naja, wenn er denn mal das Maul aufkriegt. Ja, was weißt du denn noch über diese Weißen? Was weißt du noch über die Weißen?
Nur das, was alle wissen. Komm den weißen Ordenskrieger nicht zu nahe, sonst schleppen sie dich in die Vulkanfestung. Zwangsrekrutierung. Die armen Schweine da oben kriegen erstmal eine Gehirnwäsche und dann werden sie in den Tempelruinen verheizt. Ich mach da nicht mit, das schwöre ich dir. Was macht euer Boss, der Don, im Tempel? Don Esteban wartet auf eine Gelegenheit, wieder in die Stadt zurückzukommen. Seit wir hier sind, sammelt er Gold und rüstet sich für einen Angriff gegen die Weißen. Ich hoffe, dass es nie dazu kommt. Mir wäre lieber, die Männer des Inquisitors würden von alleine wieder verschwinden. Aber wer bin ich schon? Das überlasse ich lieber den Kämpfern. Ich guck mal kurz, wie das mit dem Handeln so ist. Lass uns handeln. Also, wir haben jetzt 139 Gold. Nun. Bogen, was hat er hier? Flügelschere, Kiefermeißel. Ja, genau, 100 oder wie? Nee, ich warte erst nochmal. Und jetzt, da hinten ist ein Wasserfass, da werde ich mich erstmal schnell heilen. Und dann werde ich mal speichern und dann werde ich mal mit ihm versuchen, diesen Wurm zu jagen. Vielleicht haben wir ja schon eine Chance. Ich glaube es zwar ja nicht, aber die 30 Gold, die können wir natürlich gebrauchen. Ach ja, so ein Wässerchen, das schmeckt schon frisch aus dem Bergquell. So, dann mal kurz speichern. Ja, den Bildschirm werden wir ja öfters sehen, aber... So, Duck, dann lass uns mal jagen gehen. Los, lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Zieh deine Waffe und auf geht's. Bleib dicht hinter mir. Zum Angriff! Oh. Ja. Ha. Ha. Ja. Ah. Ach du Scheiße. Ja. Mal so schlecht. Ja, das hat doch gut geklappt. Ich hätte auf meinen Vater hören sollen. Der hat mich vor dem harten Geschäft eines Jägers gewarnt. Um den gefährlichen Wurm, ja, da brauchst du jetzt keine Sorgen mehr machen, ne? Um den gefährlichen Wurm brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sehr gut. Dieses Monstrum hat mir echt Angst gemacht. Das ist mir 30 Goldmünzen wert. Noch was. Wenn du zum Tempel gehst, dann nimm diese Keulen rohes Fleisch mit. Im Lager wird immer Fleisch gebraucht. Ich bleib erstmal hier und ruhe mich aus. Ja, was kannst du mir über die Jagd beibringen? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Weißt du, ich bin kein so guter Lehrer. Louis ist dein Mann. Er ist ein guter Jäger und hat mehr Erfahrung. Er müsste auch irgendwo hier im Sumpf unterwegs sein. Kannst ihn ja mal fragen. Werde ich machen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, Duck.